Achso, okay. Was für eine stürmische Bühnenatmosphäre. Ich gebe euch mal, warte einen Moment, gucken, ob das jetzt ein bisschen besser klingt. Test, ja. Hier ein Mikro für euch zwei. Ich pflanze mich mal dazwischen. Oh, guck mal, ist doch viel bequemer, wenn man mich so von der Seite, oder? Viel schöneres Profil. Ein herzliches Willkommen, ihr zwei. Ich muss spontan leider sagen, ich habe überlesen, dass ihr kommt. Ist in Ordnung. Aber Gina, halt die Fresse. Ich bin wenigstens ein bisschen vorbereitet, Fräulein. So, aber ganz ehrlich, Musicals, ich bin ein Homosexueller, da muss ich mich outen. Musicals ist ja meine Passion. Schade, warum machst du dann noch nicht mit bei uns? Weil ihr in Hof seid und nicht in Berlin. Ja, ich bin musikalisch, tanzbewegungstechnisch, bin ich wie ein Ball. Das ist einfach nur. Aber sag mal, ihr habt jetzt ein neues Stück, wenn ich das nicht verstanden habe, das aktuell läuft oder was ihr vorbereitet, was da noch läuft? Das Premiere hat nächsten Freitag, nächsten Samstag, am 9. tatsächlich und wir quasi in die Endproben jetzt am Montag gehen. Footloose gab es mal als grandiosen Film und jetzt bald auf der Hofer Bühne. Das ist ein bisschen her, in den 80ern war der Film. Footloose, das war doch diese Story mit dem Jungen, der in der Stadt kommt, wo das Tanzen verboten ist. Und er sagt sich, nö, ich tanze. So schaut's aus. Und wir haben uns gedacht, Mensch, das passt super zu Hof. Tanzen ist geil. Das muss man auf die Bühne. Und was hat euch zwei Tanzmäuse, ich jetzt mal die Tanzmäuschen in euch, dazu bewegt zu sagen, wir machen das oder... Dieses Stück haben wir gemacht, weil wir einfach gesagt haben, Tanzen ist großartig, Tanzen, da steckt so viel Lebensfreude, so viel Energie drin, das muss man auf die Bühne bringen, weil dann kann man sich sicher sein, dass man die Leute mitreißt mit so einer Musik und mit so einer mitreißenden Geschichte. Und warum wir das machen, ist, weil der vorher den Musical Club gemacht hat, sich auch gedacht hat, Mensch, Reeperbahn ist geiler als Hof. Und wir uns gedacht haben, Mensch, aber Hof darf auch nicht ohne Musical, deshalb folgen wir ihm nach und übernehmen das Ganze. Also schafft ihr hier sowas wie einen kleinen Broadway? Wir geben uns Mühe, auf jeden Fall. Habt ihr denn schon vorher irgendwelche Stücke gehabt, die man sich ansehen konnte? Also der Musical Club hatte ja tatsächlich schon letztes Jahr die heiße Ecke und den Kids quasi nach Hof geholt. Davor hatten wir Hair. Von dem her legen wir quasi oder treten wir mit großen Schritten die Nachfolge an. Und Footloose wird bestimmt genauso großartig. Okay, und dann nochmal zur Erinnerung. Im Theater, wo genau da jetzt hier in Hof? Das heißt, wenn ich jetzt Samstag sage, wann fängt es an? 19:30 fängt es an, am 9. Juni. Und zwar im Theaterhof, was gegenüber von der Freiheitshalle, für die das nicht wissen. Und zwar in der kleinen Hüde, im Studio des Theaters Hof. Und für die leider zu spät buchen, ich glaube, die Premiere ist schon recht gut ausverkauft. Am Sonntag und am Montag gibt es auch nochmal die Chance. Und am 15. Juli auch nochmal. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Hingucker wert, würde ich sagen. Und ich habe mir sagen lassen, ihr habt was Kleines vorbereitet, was ihr zusammen mit Gina uns zeigen wollt. Würden wir versuchen. Ja? Aber wir wollen das nicht nur Gina zeigen, sondern wir würden eigentlich gerne euch allen einen kleinen Tanzschritt aus Footloose beibringen. Für den Fall, dass ihr im Theater vorbeikommt, was ihr bestimmt macht, könnt ihr quasi mittanzen. Deshalb, wer Bock hat, gleich gerne mal mit aufstehen. Und Gina müsste man hier hochkommen. Darf ich dich mal auf die Bühne bitten? Sie fürchtet. Gina, dein Kommando, komm bitte mal. Für Sie, meine Damen und Herren, nochmal von der Reeperbahn, Gina Tequila. Das macht die so lange, bis es ordentlich klatscht. Also nochmal, Gina Tequila! Man hat uns gesagt, sie ist quasi Profitänzerin. Mal schauen. Nee, das kriegst du so hin. Also, wer Bock hat mitzumachen, einfach mal aufstehen. Es wird jetzt quasi ein bisschen Country-Rockig. Wir befinden uns in einem wunderbaren Western-Rock-Club und haben hier ein paar reizende Mittänzer und Tänzerinnen schon dabei. Ja, lässt du es einfach mal, oder willst du erstmal den Grundschritt zeigen? Wir zeigen erstmal einen Anfang, würde ich sagen. Also, das ist am Anfang relativ simpel.
aber nur leicht. Man nimmt die Hacke vom rechten Fuß, tippt die auf vor sich, geht mit dem linken Bein leicht in die Knie. Dann tippt man die Spitze auf, nochmal die Hacke und dann springt man auf das andere Bein. Dann da das gleiche wieder. Die Spitze auftippen, oder? Hacke, Spitze, Gott sei Dank können meine Darsteller die Choreo, ich nicht mehr leider. Wir machen die Hacke, die Spitze, die Hacke nochmal und dann wechseln wir erst. Dann machen wir wieder Spusch. Genau, das ist der Tusch-Push für die Insider unter uns. Ja. Na, wir probieren. Wunderbar, dann mach mit. Wir probieren es mal aus. Hacke, Spitze, Hacke, 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 Spitze, Hacke, Hacke. Das ist die Idee. Läuft schon ganz professionell hier. Gina, zeig doch mal ein. Wie die Animateur. Einen herzlichen Applaus an die zwei. Oder habt ihr noch was? Nö? So ungefähr wird es ausschauen. Mit noch viel mehr Rumgehopse und noch vielen schönen Szenen. Wir würden uns freuen, euch zu sehen und mit euch zu feiern. Ja! Überlastung! Ja, und jetzt hier!